Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einem neuen Wochenrückblick. Ja, in der Woche ist einiges passiert. Eine Handelsspanne von rund 500 Punkten hatten wir gesehen. 9.500 Punkte zum tiefsten Stand in der letzten Woche. Und die 10.000 Punkte, die standen auch schon ganz knapp wieder auf der DAX-Tafel. Und den Wochenrückblick und alles wichtig Relevante besprechen wir jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Herr Halver. Guten Tag. Freitag, Freitag kennt der ein oder andere, aber ich glaube, diesen Freitag und dieses Wochenende können die Anleger ganz gut gebrauchen nach diesem sehr volatilen, sehr nervenanregenden, nach dieser sehr nervenanregenden Woche, oder? Ja, lieber etwas mehr Volatilität als diese Schockstarre zu Beginn des Jahres. Der Markt sucht im Augenblick, wo ist der Boden? Das ist ein gutes Zeichen. Viele negative Handicaps. Der Ölpreis geht hoch, das ist vorbei. China ist dabei, den Markt zu stabilisieren, das ist ganz gut. Und auch einen höheren Eurokurs können wir durchaus vertragen. Also ein paar Probleme werden aus dem Weg geräumt. Herr Halver, in der letzten Woche war es Mario Draghi gewesen, der dann die Geldpolitik für den Euroraum nochmal gelockert hat. In dieser Woche hat Frau Yellen sich nach der Zinssitzung geäußert. Und hier war die Aussage, naja, von diesen eigentlich geplanten 14 Schritten im Jahr 2014 ist man jetzt erstmal etwas abgerückt. Das ist aber nicht unbedingt verwunderlich gewesen, oder? Ich denke, Frau Yellen hat die Tür aufgemacht für ein Ende der Zinswende. Das hat sie gemacht, zwei Dinge. Natürlich der Vergleich, immer wieder der Verweis auf die Emerging Markets, so zwischen den Linien zumindest, den Zeilen, nach dem Motto, ich kann gar nicht viel machen. Und jetzt haben wir ein Kapitalfluchtthema, raus aus Asien, rein in Amerika. Aber das andere, was viel wichtiger ist, auch aus nationalen Gründen, der Verweis auf die Inflationsrate, dass die Inflationsrate ja gar nicht so hoch ist. Damit ist das für mich eine verbal-erotische Vorbereitung, dass sie die Zinswende jetzt mal sausen lässt für nächste Zeit, vielleicht sogar ganz einstellt. Nur, sie kann jetzt leider nicht sagen, wir machen keine Zinswende nach oben mehr weiter. Das ist dann vorbei mit ihrer Glaubwürdigkeit. Aber ich glaube, man muss jetzt erkennen, Frau Yellen hat begriffen, ich kann nicht mehr viel machen. In dieser Welt, wo eine kleine Zinserhöhung schon zu einer massiven Verunsicherung führen kann, eine kleine Zinserhöhung wie im Dezember, wo die Kapitalflucht von Asien Richtung Amerika geht, das passt nicht mehr. Im Augenblick sind wir dabei, ja einigermaßen Gesundungsmaßnahmen zu ergreifen. Und da kann nicht der böse Doktor oder Frau böse Doktor Yellen kommen und sagen, jetzt verpasse ich meinen Patienten Schmerzen. Ich dachte jetzt schon, Sie meinen mich mit böse Frau Doktor, weil Sie niemals. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl bei Frau Yellen, gerade wenn man jetzt an den Dezember des letzten Jahres denkt, da hat man so den ersten Versuch einer Zinsanhebung. Man hat ja die Zinsen auch angehoben, aber der erste Versuch wurde dann auch gestartet. Und jetzt mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl wie, naja, sagen wir mal ganz plump, morgens den Zeh aus der Bettdecke rausstrecken, zu kalt zurückziehen und damit erstmal wieder alles auf Eis legen. Die Unglaubwürdigkeit von Frau Yellen hatten Sie gerade schon angesprochen. Wie kommt man denn jetzt wieder aus der Misere raus? Ja gut, die eine Zinserhöhung im Dezember musste man machen, um zu sagen, dass es nur härtes Verfahrens ist, dass die Fed irgendwo noch mächtig ist. Aber mittlerweile muss man feststellen, trotz dieser dramatischen Geldschwemme weltweit sind die Märkte nicht, auch die Konjunktur nicht so stark, dass man sagen kann, wir halten das aus. Und daher muss die jetzt aufpassen, dass eben die nächsten Zinswendeschritte vorsichtiger ausfallen oder gar nicht mehr kommen. Also sie hat begriffen und indem sie eben ja auf Dinge verweist, die man nicht immer so häufig hört, Inflation, das hat sie dreimal erwähnt, ja, dass das nicht so hoch ist, da weiß man, aha, da ist ein Umdenkungsprozess definitiv in Gang. Und auch die nationale Konjunktur in den USA ist ja so stramm nicht. Es gibt einen markanten Index, für mich das ist der Restaurantindex. Ja. Man stellt fest, die Amerikaner gehen weniger abends aus Essen. Und das machen sie sehr gerne. Das wissen sie auch. Und wenn man das eben nicht, weil sie es auch machen, sondern weil sie über Amerika wissen. Und wenn man das eben einschränkt, heißt das, die Stimmung ist nicht mehr so gut, wie sie mal gewesen ist. Wir brauchen keine neue Zinswende und Frau Yellen ist auf dem Weg der Erkenntnis. Keine neue Zinswende, zumindest vielleicht jetzt noch nicht. Aber wenn ich das jetzt aus meiner Sicht so interpretiere, was ich von Ihnen gerade gehört habe, möglicherweise gar keine Zinsanhebung mehr in diesem Jahr. Wie lautet denn Ihre persönliche Prognose? Eine noch oder gar keine? Ich habe mal prognostiziert, keine mehr. Damit kann ich zwar falsch liegen, aber ich glaube, man hat begriffen, dass diese Autonomie der Geldpolitik der USA wie früher nicht mehr gegeben ist. Heute ist die Globalisierung so massiv und die Verstrickung und die Volatilitäten der Finanzmärkte so enorm mit Auswirkungen auf die reale Wirtschaft, dass man schon am Anfang aufpassen muss, dass man keinen Fehler macht. Es ist grundsätzlich wie bei einer Mathematikaufgabe. Oben ein Fehler gemacht, der zieht sich bis unten durch und das wird nie zum vernünftigen Ergebnis führen. Und das hat sie jetzt begriffen, dass man da vorsichtiger sein muss. Also es würde mich nicht wundern, wenn es keine weitere Leitzinserhöhung mehr geben sollte.
Diese Entscheidung, zumindest erstmal dieses Zurückrudern, hatte ja auch Folgen nach sich gezogen. Der Euro beispielsweise ist wieder ordentlich angesprungen. Das dürfte ja eigentlich nicht unbedingt im Interesse des EZB-Präsidenten Mario Draghi sein. Der Euro aber trotzdem wieder in der Spitze nahe an die 1,13 Dollar, glaube ich, rangereicht. Was glauben Sie, wie es hier weitergeht? Ja, Herr Draghi muss einfach mal kapieren, dass Geldpolitik der üppigsten Art nicht dazu führt, dass eine Währung schwach wird. Denn Sie sehen ja in Form von Amerika, auch Amerika möchte möglichst einen schwächeren Dollar haben, weil sie da viel mehr exportieren können. Das haben Sie auch begriffen. Und Amerika oder Japan werden es nicht den Gefallen tun, ja, wettet ihr mal einen Euro ab, da schauen wir einfach zu, wie unsere Exportindustrie leidet und ihr könnt wunderbar verkaufen. Das wird niemand machen. Wir haben einen weltweiten Währungsabwertungswettlauf, einen Krieg vielleicht sogar. Das wird nicht so hart formuliert in der Presse oder in den Finanzmärkten, aber es ist so. Jeder will sein Süppchen kochen und die Währung schwach halten. Und Amerika auch, weil sie begriffen haben, unsere Binnenkultur ist nicht so stark, dass wir auf Export verzichten können. Hier bräuchten wir an sich wieder so ein altes, ja, so ein EWS-System wie früher vor der Euro-Einführung, so ein Währungssystem oder so ein Bretton Woods-System, wo die Währung angefangen werden. Aber im Augenblick meint jeder, mit noch mehr Geld die Währung schwächen zu können. Das funktioniert nicht, weil ja Währungen immer X gegen Y notieren. Und wenn alle versuchen, die Währung schwach zu machen, schafft es keiner. Nur leider mit dem negativen Preis, dass noch mehr Geld in die Märkte kommt und noch mehr Fehlallokationen stattfinden. Also im Klartext, die Geldpolitik weltweit ist dabei jämmerlich konjunkturell zu versagen. Aber gerade jetzt so im Vergleich zu den USA sind wir ja eigentlich noch mehr auf die Exporte angewiesen. Dementsprechend dürfte es uns doch noch mehr treffen, wenn der Euro so stark ist. Beziehungsweise dürfte die Exportwerte noch mehr betreffen, oder? Wir reden immer davon, wenn der Euro schwach ist, ist das gut für unsere Exportwirtschaft. Das stimmt zwar aufgrund einer Ad-hoc-Reflexreaktion, aber ein Euro von 1,40 haben wir auch wunderbar ausgehalten. Das entscheidende Kriterium ist, dass wir Reformen machen, übrigens auch in Deutschland. Auch wir machen keine Reformen mehr. Die Große Koalition ist so unbeweglich wie der Kölner Dom in der Beziehung. Wenn wir Reformen machen, wenn also auch damit die Rationalität oder die Preise von der Produktion sinken, dann ist das der entscheidende Punkt, dass man sagt, hier kommt die Wirtschaft wieder ans Laufen. Darauf zu setzen, dass die Währung schwach ist, ist eigentlich aberwitzig, um nicht zu sagen, etwas dümmlich. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und Reformhausaufgaben machen. Und wenn man schon das billige Geld im Augenblick in die Märkte massiv reinpumpen, sogar negative Zinsen haben, ja, in Deutschland gerade. Wieso nehmen wir nicht mal richtig Schulden auf und investieren in Infrastruktur, nicht in Schnickschnack, in Infrastruktur, das ist sehr wichtig, um einfach den Standort Deutschland wieder zu hochzubringen. Das wäre so entscheidend. Wenn das die anderen Länder auch machen, dann haben wir das Geld der Notenbanken gut verarbeitet. Aber nochmal, nur für Infrastruktur, nicht für irgendeinen Schnickschnack. Und wenn wir auch noch wissen, dass wir das Geld ja umsonst bekommen, nicht nur, sondern auch noch damit Geld verdienen und die EZB uns ja auch noch dann die Staatspapiere abkaufen, dann sollte man jetzt zulangen, um wie in 50er und 60er Jahren den Boden zu bereiten für einen lang anhaltenden Aufschwung. Der Goldpreis war ebenfalls mit in der Reaktion nach den Notenbankentscheidungen, aber positiv in diesem Sinn. Woher kommt jetzt dieses Interesse für das Edelmetall wieder? Ja, wenn keine Zinswende mehr stattfinden würde in Amerika im besten Fall, dann ist ja eigentlich dann auch die alternative Anlageklasse, alles was Zinsanlagen ist, für Gold kein negativer Faktor mehr. Dann sagt man ja, okay, es gibt keine höheren Zinsen, dann kann man weiter auf Gold setzen. Aber wir brauchen leider, ich unterstreiche das deutlich nochmal, leider, nicht darauf zu hoffen, dass Gold durch die Decke geht, dass wir die Notenbanken verhindern. Es bleibt dabei, wir retten die Welt mit Geld und müssen daher Gold drücken. Also wir retten die Welt mit Geld und nicht mit Gold, aber wir schauen trotzdem immer auf alles, was rundherum passiert. Und da hatte uns zumindest in den ersten Monaten des Jahres der Ölpreis, der fallende Ölpreis, ordentlich im Griff gehabt. Das hatten die Anleger hier am Parkett mehr als bitter zu spüren bekommen. Jetzt kommt so langsam, vorsichtig, auch das traut man sich kaum in den Mund zu nehmen, dieses Wort Stabilisierung auf den Markt. Glauben Sie wirklich, dass jetzt der Ölpreis sich auf einem gewissen Niveau hält? Es gibt ja immer wieder die Gerüchteküche, die brodelt beispielsweise, dass die Ölförderländer im April sich eventuell zu einer Begrenzung der Fördermenge zusammensetzen könnten. Ist das Utopie oder glauben Sie, das muss jetzt passieren? Ich glaube, wir haben den Boden gefunden. Jetzt wäre es natürlich noch schöner, wenn ja, die Vernunft siegen würde bei der OPEC oder bei Russland oder wie sie da heißen mögen und sagen, wir müssen zumindest mal ein bisschen kürzen. Es reicht ja nur ein bisschen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Das wird schon ausreichen, um da noch ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Wir werden sicherlich nie mehr, das ist meine Prophezeiung, nie mehr die extrem hohen Ölpreise sehen. Dafür gibt es Fracking als Alternative. Aber wenn der Ölpreis ein bisschen steigt, hilft das den OPEC-Ländern. Die haben mehr Kaufkraft, definitiv. Und uns schadet es nicht, weil das
halten wir eben aus. Wir sind so robust, auch von der Industrielandschaft, dass das nicht wirklich wehtut. Entscheidend ist aber, was man sagen kann, die Weltkultur wird weiter gestützt durch die OPEC-Länder, durch die Staatseinnahmen. Ja, es darf nie so weit kommen, dass man ja, in Saudi-Arabien nicht mehr Mercedes oder BMW, Porsche oder Audi fährt, sondern vielleicht ein asiatisches Fabrikat. Das wäre für uns schlecht. Solange die Kaufkraft da weiter gut ist, ist das für uns auch gut. Und deshalb ist der Ölpreis so wichtig. Herr Halver, dann sage ich vielen Dank für diesen Rundumblick von der Woche. Es hört sich tatsächlich nicht so dramatisch an, aber die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Ja, definitiv. Liebe Zuschauer. Wie in der Schule, genau. Wir machen unsere Hausaufgaben, liebe Zuschauer, und Ihre Hausaufgabe besteht ganz einfach darin, wieder einzuschalten. Das ist schon die halbe Miete und dann können Sie natürlich überall auch glänzen. Hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.